Ja, hallo liebe Spotcast-Freunde. So, jetzt ist er endgültig weg, der Wolf. Es gab nochmal Aufregung bei seinem Zapfenstreich, ja, Vuvuzelas und so weiter. Und viele haben sich aufgeregt. Oh, 4 Lieder hat er haben wollen, maßlos wie immer. Ja, aber wir sollten beruhigt sein. Eigentlich wollte er 5, ja. Zum Abschluss nämlich noch Money von Pink Floyd. So, jetzt aber zu wirklich wichtigen Themen aus dem Kreis. Die Post soll in Herrenberg aus ihren Räumen raus. Ne? Aldi will die wahrscheinlich abreißen. Dem gehören sie nämlich. Ja? Die Post, schau ich mir das, was sie mal war. Ne? Früher hat man riesige Schalterhallen betreten. Zur Melodie von Stieme, das Lied vom Tod, saßen Postbeamte hinter Zentimeter dicken Panzerglasscheiben. Wenn man was von ihnen wollte, eine Frage stellen, musste man sich runterbeugen, denn nur unten war so ein kleiner Schlitz, musste man so durchsprechen. Aber Fragen war sowieso nicht erlaubt, denn schon das Durchschieben eines Briefes hat den Beamten dazu animiert, nervös mit den Augenwinkeln zu zucken, so als habe man ihn gerade aufgefordert, den Brief selbst zuzustellen. Gewähr, dass die ankommt, hat man sowieso noch nie gehabt. Ne? Deshalb heißt es auch, man gibt einen Brief auf. Ja. Die Post hat es schon verändert. Ne? Heute ist die Post ja meistens beim örtlichen Bäcker, im Blumenladen oder sogar beim Metzger. Ne? Ich hätte gern ein paar Briefmarken. Moment, ich komm gleich, ich muss noch kurz das Rinderhack durchlassen. Ja. Aber warum die Post nicht gleich in Aldi integrieren? Ne? Da sitzt der Postbeamte dann auf so einer Holzpalette und nebendran im Karton hat er ein paar Briefmarken liegen. Wird doch auch funktionieren, oder? Ja, bei Schlecker hat das ja auch eine Weile funktioniert. Aber jetzt ist Schluss. Ne? Schlecker, ja, viele Filialen auch im Kreis, sollen geschlossen werden. Ja, ein Kollege hat schon gemutmaßt, ne? Mit Schlecker ging es bergab, seit der Gutenberg in den USA gelandet ist und hier kein Hagel mehr gekauft hat. Ich bin einfach der Meinung, es liegt am Geschäftsmodell. Diese Idee, wir machen einen Scheißladen, wo sich keiner wohlfühlt, aber dafür mit den höchsten Preisen, hat sich am Ende dann halt nicht ganz durchgesetzt. Ja, so kann es gehen. Und auch die nächste Meldung leider negativ. Schlagzeile. Keiner will die Tonne. Nein, es handelt sich hier nicht um eine Partnerschaftssuche für Rainer Kallmund. Es geht um die gefühlt 3867. Mülltonne, die wir uns vors Haus stellen können. Die Wertstofftonne will aber keiner. Die Leute gehen lieber zum Wertstoffhof. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemals Außerirdische bei uns landen, uns zerstören, dann würde ich sie zum Wertstoffhof führen und sagen, guckt euch das an. Und nach 10 Minuten würden sie sagen, ja, diese Menschen sind gestraft genug, wir verschonen sie. Ja? Ja, aber sehr nett finde ich auch das Bild zu dem Artikel über die Wertstofftonne. Hier, die Bildunterschrift lautet, bis dato alles andere als ein Erfolgsmodell. Landrat Roland Bernhard und Wolf Eisenmann. Also, mit der Wertstofftonne. Wer es wäre? Na, finden Sie selber aus. Jetzt kommen wir mal zum Thema spirituelle Erfüllung. Die war möglich, ne? Es waren nämlich die Esoterik-Tage in Sindelfingen. Ja, die Zeitung hat auch dafür geworben, ne? Gab interessante Seminare auch, zum Beispiel Selbstliebe, das unerkannte Juwel. Aber in derselben Zeitungsausgabe 2 Seiten später die große Ernüchterung. Selbstverliebtheit schwächt das Herz. Auch wieder nichts. Na gut, wenn das stimmt, dann hat sich das Problem mit Dieter Bohlen wenigstens irgendwann von alleine erledigt. So, wer mal wieder richtig abhotten wollte, der konnte zur SWR3-Party in Sensapolis gehen. Zur SWR3-Dance-Night, aber nicht alle waren zufrieden. Eine 24-Jährige sagte, der Altersschnitt wäre ein bisschen hoch. Er läge ja bei über 30. Ja, das ist schon ganz schön alt. Ne? Ich muss sagen, ich bin über 40. Deshalb ist jetzt auch Schluss, denn ich muss mal wieder meinen Katheter wechseln. Das soll man regelmäßig machen. Das ist immer eine große Sauerei. Aber der Kollege Langner von der Kreiszeitung hat gesagt, er hilft mir heute dabei. Ne? Ein bisschen eklig mit Schleim und so. Aber wir kriegen das hin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Schreckenberger.